Konnichiwa, meine Freunde! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das war echt noch gut. Ja. Auf jeden Fall haben wir wieder was von der Messe mitgebracht, denn wir haben noch ein Unboxing. Und zwar, Kev, zeig's uns. Von Final Fun wieder. Final Fun. Fairy Tale! Und falls ihr das letzte Video gesehen habt mit den Final Fantasy Final Fun, das war uns jetzt nicht so überzeugend, muss ich sagen. Und das wird hier wahrscheinlich auch nicht besser sein. Ich bin gespannt. Wobei, es ist schon allein ein guter Anhänger von Fairy Tale, bedeutet mir jetzt mehr als eine Figur von Final Fantasy, die ich nicht kenne. Ja, ich glaube, Fairy Tale bietet auch nicht so viel Auswahl als Final Fantasy. Ja, also wird wahrscheinlich irgendwas haben, was ich vielleicht sogar schon habe. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich wieder Pins. Oh mein Gott, es ist schon die erste Änderung. Es ist kein Papier, es ist Folie. Ja, so geil. Okay. Also es kann nur besser werden, Leute. Es ist auf jeden Fall wieder ein Pin. Okay. Okay, der ist okay. Ja, mit dem Fairy Tale Zeichen. Fairy Tale Zeichen. Okay, das nächste. Oh, ein Pin. Okay. Sexy Ersa. Ich zeig's vor. Moment. Kann man lassen. Boobies. Woo. Okay. Nächste Pin. Okay, und nochmal. Nochmal Ersa im Schulmädchen-Outfit. YouTube bezahlt mich fürs Rennen. Also, okay, also das Bild gefällt mir schon echt. Sind meine Fingernägel dreckig? Igitt. Und das letzte. Und es ist wieder so eine Box, in der ist ein Schlüsselanhänger von Natsu. Okay, der ist echt putzig. Der ist extrem hässlich. Ja, der ist wirklich extrem hässlich. Scheiße. Deswegen haben wir vielleicht auch den anderen gar nicht erkannt. So. Das ist er. Naja, okay. Also das sieht ja schon mal ganz schön nach Dritte Weltproduktion aus hier. Da müsste irgendwo draufstehen. Bitte hilf mir. Und du hast die Erpressung. Ja, also auch für 10 Euro sehr enttäuschend. Ja. Aber was erwartet man für 10 Euro? Da hätte mir ein kleines Mini-Poster oder eine Postkarte hätte mir gefallen oder sowas. Aber das sieht... Oh, mit so einem Wackelbild, das wäre toll. Wackelbild, Alter! Ja, Mann! Okay. Ja, ich habe so das Gefühl, dass die für den Verkauf eigentlich gar nicht die Lizenz haben für die ganzen Artikel. Das sieht so aus wie Fanmade, Druck von Pins etc. Nichts gegen euch, aber irgendwie, das ist für 10 Euro ist das nichts. Ist ein schönes Unboxing, aber da hätte man vielleicht trotzdem mal was. Nicht mal das. Da hätte man, ich weiß ja nicht, die gibt's ja auch bis 100 Euro aufwärts oder sowas, solche Boxen, ne? Ja, das hätte schon was so Kleines drin sein. Ja, also ich denke mal, als Verbesserungsvorschlag von uns, Postkarten kosten nichts, freuen sich die Leute voll drüber, vielleicht kleine Poster und. Ja gut, die Pins, es gibt halt Leute, die feiern die Pins halt übel. Das sind aber auch wirklich Pins von der billigsten Art hier. Mm. Ich habe bessere Pins in der Wootbox, ey. So ist das. Falls ihr mal übrigens ein Wootbox-Unboxing sehen wollt, schaut auf seinen Kanal. Okay, dann würde ich sagen, das war's von unserer Seite. Was haltet ihr davon? Wollt ihr dieses Fairytale-Ding gewinnen? Einmal Hashtag Fairytale. Ich schick's euch zu. Einem Gewinner heben. Und ansonsten sage ich mal... Sayonara! Danke, King Kev. Ja, bitte.